Ja, Danilo, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Schülermeistertitel. Wie fühlt sich das denn an, hier ganz oben auf dem Podest gestanden zu haben? Ja, es ist erstmal ein anderes Gefühl und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Motiviert für die nächste Saison? Auf jeden Fall, auf alle Fälle, ja. Bist du denn dann auch noch im Schülercup oder bist du dann schon im Deutschlandpokal? Nee, da bin ich schon im Deutschlandpokal. Ja. Also gehst du mit dem Sieg aus dem Schülercup raus. Was sind denn deine Ziele für deine sportliche Zukunft dann? Ja, nächstes Jahr erstmal unter den Top 10 zu sein. Mit dem Schießen immer klarzukommen, ist ja Kleinkaliber. Und ansonsten, ja, halt weiter zu sehen, wie es läuft. Ja. War ja heute noch ein ganz spannendes Rennen. Der Christoph Müller ist als Führender ins Rennen gegangen. Du hast dann doch noch aufgeholt und ihm dann quasi den Titel noch streitig gemacht. Aber wie war denn deine Taktik vor dem Rennen? Ja, meine Taktik war eigentlich erstmal nur über Schießen zu gehen. Gut zu schießen, wie es geht. Und dann weiter zu sehen im Läuferischen, was noch rauszuholen ist. Wie hast du dich auf der Strecke gefühlt? Es war ja doch recht warme Temperaturen. Hast du beim Laufen schon gemerkt, das ist es, heute schaffe ich es? Ja, nee. Ja, es war auf jeden Fall ganz gut gewesen. Ich habe mich gut gefühlt, Ski lief auch gut und kam noch ein gutes Resultat bei raus. Du kommst aus Clausthal-Zellerfeld, also nicht gerade um die Ecke. Für den Schülercup seid ihr in ganz Deutschland unterwegs. Wie ist es denn für dich hier eben auch so eine weite Anfahrt? Das ist ja nicht einfach mal um die Ecke. Wie ist das für dich so, auch weiter weg zu sein? Ja, es ist aber ganz schön hier erstmal mit den Bergen drumherum. Das kennt man ja aus dem Harz so nicht. Ansonsten, die Fahrt macht auch immer sehr viel Spaß. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Und ich glaube, die Familie ist auch mit dabei, oder? Ja, Mama, Papa ist mit dabei und Geschwister halt. Ja. Sind die immer mit dabei? Haben die zur Unterstützung oder ist das jetzt hier zum Finale nochmal? Ja, die sind gerne dabei und ich freue mich auch, wenn sie dabei sind. Super, vielen Dank und viel Erfolg für die nächste Saison.